Fürs Randori, für den zweiten Q, also blau, müsst ihr Folgendes können. Im Stand-Randori solltet ihr die Wurftechniken auch dann noch durchsetzen können, wenn euer Partner eine extreme Haltung an den Tag legt oder halt in bestimmten Situationen solltet ihr immer noch angemessen werfen und natürlich dort auch zeigen, was ihr also auf dem Kasten habt und möglichst viel Abwechslung den Prüfern zeigen. Im Boden-Randori gilt natürlich wieder dasselbe, möglichst viel anwenden, möglichst viele Situationen, aber dort solltet ihr speziell darauf achten, dass ihr möglichst viele Würger unterbringt und das dem Prüfer auch zeigt, dass ihr das könnt. Re.